For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Und damit sind wir dann auch schon beim dritten Spiel der siebten Runde der ersten Chaos Crew Community Battles. Mein Name ist Chrome. Schon, ja. Das war gerade der liebe Pögi, den ihr gehört habt. Hallihallo. Mein lieber Kollege hier, mit dem ich das Ganze hier zusammen kommentieren darf. Ich bin Chrome, ich glaube, das habe ich schon erwähnt, ich weiß es nicht. Ich erwähne es gerne nochmal. Und ja, das Spiel der Spiele, Pengbass gegen Polluter. Zwei, ja, also Polluter befindet sich mit seinem Skaven-Team zurzeit so im oberen Mittelfeld und Pengbass mehr so im unteren Mittelfeld. Und wir schauen mal, ob ja jetzt der Polluter sich ein bisschen weiter wieder näher an die Spitze heranwagen kann oder der Pengbass höher kommt und aus dem unteren Mittelfeld ins mittlere Mittelfeld vorrückt. Wir wünschen auf jeden Fall beiden Mannschaften viel Erfolg. Da sind wir dann auch schon im Krater der Dunkelheit oder Dunkelhai, je nachdem. Man weiß es nicht, da sind wohl die Buchstaben ausgegangen. Und zwar den Running Shadows hier. Dunkelelfenteam von, wie gesagt, Pengbass. Wen haben wir da? Hexenkriegerin. Hallo, die ist aber. Ist die neu oder mit Perwolle gewaschen? Ey! Und dann hier auf der anderen Seite das Skaven-Team von Polluter. Die sind mit Sicherheit nicht neu und auch nicht mit Perwolle gewaschen. Oder irgendwas anderem. Und jemals gewaschen wurden. Anstoß, Skaven. Pengbass empfängt den Ball. Wir haben hier einen Steinwurf direkt. Er leidet eine Verletzung. Ein Spieler von Pengbass. Das geht nicht so gut los für ihn. Und es ist noch nichts passiert. Vermutlich war das ein Fan, der vom letzten Spiel noch sauer war. Aber der Apotheker kann das hier noch retten. Und somit stellt sich der Spieler nur zu den Auswechsel. Gesellt sich nur zu den Auswechselspielern und kann dann ja beim nächsten Anstoß eingewechselt werden. Der Ball locker aufgenommen, direkt übergeben an den nächsten Spieler, der jetzt hier erstmal gesichert wird. Und ja, die Tackle-Zonen werden ausgebreitet um den Spieler. Aber der Rattenoger von Polluter will da noch ein Wörtchen mitreden. Die Arme! Hexenkriegerin wird hier zu Boden geschickt. Naja, sie wurde bestimmt noch nie von so großen Händen berührt. Und dann direkt flach. Sie steht wieder auf im Zug der. Ja, und legt sich direkt wieder hin. Zusammen mit dem Rattenoger. Junge, da läuft die Fanfiction jetzt richtig heiß. Jetzt steht der Ballträger völlig ungeschützt, er wird attackiert von einem der Skaven, kann den ja abspielen an seinen Partner, der ihn allerdings nicht fängt.
Schade, so geht er. Völlig, ja. Ohne Nutzen zu Boden, wollte ich gerade fast gesagt haben. Und die Skaven können direkt sich den Ball aneignen. Aber jetzt haben wir hier die Rache von Rache für Dumbledore. Einer der Dunkelelfen opfert sich dafür aus, um den Ball zu Boden zu bringen. Macht fast den Anschein, als wollten sie ihre Fans unbedingt zufriedenstellen nach diesem Steinwurf. Die Skaven scheinen das aber auch nicht wirklich so zu beeindrucken. Schon haben sie wieder den Ball und preschen nach vorne, während ihre Artgenossen die Reihen der Dunkelelfen äußerst dezimieren. Die Hälfte liegt hier am Boden rum. Oh, erster Zug. Ein Dunkelelf versucht aufzustehen, wird direkt wieder zu Boden geschickt. Rundenwechsel. Ja, die Skaven stehen hier völlig frei. Haben aber auch nichts zum Angreifen, weil die Dunkelelfen eh am Boden liegen. Ei, hier versucht Poluter mit einem seiner Skaven zu sprinten, aus Gründen, anstatt einfach direkt den Touchdown zu machen. Ja, ich meine, wenn man sich die Skillung der Spieler anguckt, dann hat dieser Blocken und Ausweichen und der andere hat die ganzen wichtigen Fähigkeiten wie große Hand, Ausweichen, also ist eher der ballführende Spieler, ist also wichtiger, dass der aufsteigt. Sollte auch der die Fähigkeitspunkte bekommen. Außerdem hätte der andere für den Pass auch noch Fähigkeitspunkte bekommen. Und er scheint sich ziemlich sicher zu fühlen in dem, was er hier tut. Ja, denn leider hat es Pengmas nicht geschafft, an den Ballträger heranzukommen. Ein Spieler hier für Tacklezone hingestellt, aber der Skave kann einfach ausbrechen. Und damit kommt es zum 1:0 für Poluter, für die komischen Experimente. Und sie gehen damit in Führung. Mittlerweile haben wir aber auch dann einen weiteren Verletzten bei den Dunkelelfen. Ein weiterer Steinwurf. Wer ist diesmal verletzt? Ulhor. Es trifft schon wieder die Dunkelelfen. Das gibt es nicht. Die Fans scheinen nicht zufrieden. Die Running Shadows haben hier wirklich irgendwie was gegen ihre eigenen Spieler. Oder es sind die Skaven-Fans, die so gezielt schmeißen können. Wer auch gezielt schmeißen kann, ist Taldil, der hier einen Pass an seinen Kollegen spielt. Der prischt an die Mittelfeldlinie. Jetzt muss er ihn nur noch sichern. Das scheint sehr gut funktioniert zu haben, so wie das hier aussieht. Jetzt muss natürlich Poluter seine Verteidigung auf die, also seine linke Flanke, hier wo die Action ist, rüberziehen. Nutzt dafür den Rattenoger. Oh, der geht zu Boden. Jetzt muss was passieren. Einer der Skaven, da stehen zwei Skaven im Weg. Es reicht, wenn er einen Skaven da wegholt, um weiter vorzupreschen, Verteidigung nachziehen, sich absichern. Das könnte, sogar zwei Züge sind noch Zeit, das könnte zu einem Touchdown führen. Er schiebt den Spieler raus, der ist verletzt. Allerdings hat er hier einen markanten Fehler gemacht, er ist nachgelaufen. Wäre er stehen geblieben, wäre der Dunkelelf stehen geblieben, dann wäre einfach am Rand eine Reihe frei gewesen. Jetzt kann er nicht einfach mittendurch. Au! Und beim Versuch, den verbleibenden Spieler, der im Weg stand, auszuräumen, kommt es zu einem Rundenwechsel. Aber die Skaven stellen sich ja auch nicht so intelligent an. Ein Spieler steht im Weg. Wenn er den jetzt links rüber schiebt, mit seinem, ja, wenn er den links rüber schiebt und da hinterher läuft, so, dann hat er jetzt den Weg frei. Er kann loslaufen. Es hilft ihm aber auch nicht wirklich viel, weil er in einem Zug auch keinen Touchdown machen kann. Außerdem muss er da erstmal wegkommen. Außerdem das. Mit anderen, die völlig unnötig. Was? Ja, warum genau. Warum tut er das? Hinsichtlich dessen, dass er sowieso keinen Touchdown mehr hätte machen können, okay. Aber hätte er noch einen Zug Zeit gehabt, dann hätte ich mich wirklich gefragt, was da vorgeht. Warum er den freistehenden Ballträger nicht als erstes rüberholt. Aber egal. Der Poluter haut jetzt noch mal ein bisschen, hat noch mal ein bisschen auf den Running Shadows rumgehauen. Und damit geht es dann aus der ersten Halbzeit in die Pause. 1:0.
führen die komischen Experimente, konnten also nicht den zweiten Punkt holen. Oh, und da liegen sehr viele Leute auf der Reservebank rum bei den Skaven. Was ziemlich interessant ist, weil warum liegen die da alle rum? Steinfurt, Ulhor, den Namen kommt mir bekannt vor, das war doch, ja, ein Dunkelelf. Tot! Ach du Schande! Pengbas muss hier wirklich am Toben sein gerade. Dreimal hintereinander, Steinwurf auf seine Dunkelelfen, jetzt stirbt einer. Da muss irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Und das ohne, dass auch nur ein Skave irgendetwas getan hat. Naja, wer weiß, was sie getan haben, was nur niemand sieht hier. Wen die entführt haben, um die Fans aufzuheizen. Ja, Blut hat sich gerade die Meldung bekommen, dass Skaven-Fans nicht reingelassen wurden. Naja, wer weiß, aufgrund irgendwelchen Löchern schmeißen. Der Hochnäsigkeit der Dunkelelfen. Wurden hier keine Skaven-Fans reingelassen, was die Wahrscheinlichkeit, dass die Dunkelelfen einfach nur unzufrieden sind, stark erhöht. I smell obliteration. This is gonna get bloody. Ui, hier hat sich plötzlich viel getan. Die ganzen Dunkelelfen sind irgendwie verschwunden. Und hier kommt es jetzt zu einem Rundenwechsel. Jetzt muss Pengbas an den Baldrigger rankommen. Oder er schmeißt einfach seine Hexenkriegerin auf den Boden zusammen mit dem Rattenoger. Mal wieder. Die mögen sich, die scheinen sich zu mögen. Ja, die gerne auf dem Boden rum, wie? Das Gefühl habe ich auch. Die können gut miteinander. Eine Übergabe an den Skaven und der läuft einfach mittendurch. Da war ja auch eine große Lücke. 2-0! Poluta kann also seine Führung noch weiter ausbauen. Das ist aber auch bei dem ganzen Unglück, was Pengmas hier hat, irgendwo nicht anders zu erwarten. Ein Toter, ein verletzter Spieler. Drei sind K.O. Keiner kommt zurück. Bei den Skaven nur ein K.O. geschlagen, Spieler, der auch wieder aufsteigt. Aufsteht. Anstoß. Skaven. Sehr weit an der Auslinie gelegen. Aber kein Problem für die Running Shadows. Aufgenommen. Abgegeben. Der Ballträger wird, verteidigt, ja, jetzt kommt da noch, oder auch nicht. Der wäre jetzt noch wichtig gewesen, dann wäre da die Lücke zu gewesen, aber so steht er mehr oder minder trotzdem komplett frei. Also hat man hier punktuell die Schwerkraft hochgedreht, oder was ist hier los? Also die krebsen ja nur noch am Boden rum, die Elfen. Guck, da ist schon wieder einer, der runterfällt. Der Ballträger wird vom Rattenoger einfach so umgenockt. Und der Ball von den Fans aufs Spielfeld geschleudert. Allerdings sind wir anscheinend Polluter da die Ratten ausgegangen, die Züge machen konnten. Und so können die Running Shadows den Ball aufheben. Aber das mit der Verteidigung ist halt jetzt so eine Sache. Und da kommt dann auch schon der Skaver an, der den Ball für sich haben will. Ballträger geht zu Boden. Ha! Und da hat schon direkt einer der Skaven den Ball aufgenommen. So spart sich Polluter natürlich auch den Versuch, der schief gehen könnte. Ui. Von welchem Versuch sprachst du? Ball aufheben oder jemanden blocken? Ball aufheben. Achso. Den Blocken hat auch nicht so gut funktioniert. Ja. Pengbas hat versucht, hier direkt den Ballträger umzuhauen. Was daran geändert hat, dass sein eigener Spieler zu Boden ging. Turnover. Pass von den Skaven. Und wenn man sich das mal anguckt, was da auf der Bank von den Running Shadows abgeht. 3-0 erstmal hier. Für Polluter, für die komischen Experimente. Und jetzt schauen wir mal nach, was ist da
bei den Running Shadows los. Zwei Verletzte, ein Toter. 1, 2, 3, 4, 5 Spieler, die K.O. waren, von denen jetzt 3 zurückkommen. Aber die waren halt eben K.O. Und einer in der Reserve. Da war das ja auch, also, wenn da 8 Leute fehlen, dann kann ja auch nicht viel bei rumgekommen sein. Erneuter Anstoß, diesmal ein Touchback. Das heißt, Pengbas darf seinem Spieler direkt den Ball in die Hand geben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aufheben. Ja, 7 Spieler hat er noch. Die hier gerade auf dem Feld stehen. Aber jetzt kommt er gerade. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Aber den Rattenoger interessiert das nicht wirklich. Der steht dann direkt wieder beim Ballträger, genauso wie ein weiterer Sklave, der den Ball zu Boden bringt. Aber das hat wieder alle Sklaven aufgebraucht. Oh. Das mit dem Aufstehen und direkt angreifen sollten die Dunkelelfen vielleicht lassen. Das läuft bisher nicht so gut. Nicht so wirklich. Rächt sich ziemlich. Jetzt ist noch einer verletzt. Ein Zug noch. Die komischen Experimente könnten noch das 4:0 machen. Aber das mit dem Ball aufheben schlägt fehl. Und damit geht auch die Chance vorbei. Pengbas könnte... Oh, er hat sogar einen Spieler... der nah genug dran steht, um da eventuell noch was, aber er scheint sich da nicht wirklich mehr zu interessieren. Und so geht das Spiel 3:0 aus. Damit gewinnen die komischen Experimente und krabbeln weiter, oder verfolgen weiter die Spitze. Kommen da immer näher ran. Und Pengmas bleibt, ja, im unteren Mittelfeld. Kann seine Frustration am Ende da auch durchaus verstehen. Also es hätte mir dann auch keinen Spaß mehr gemacht, dagegen anzuspielen. Ja, so viele Spieler, wie da ausgefallen sind und auch noch auf so unglückliche Art und Weise. Steinwürfe noch und nöcher. Ja, aber man sieht hier auch ganz deutlich, man darf seinen Apotheker nicht zu früh einsetzen. Er hätte den Toten durchaus noch verhindern können und das hätte ihm weniger geschadet, wie dass der eine das nächste Match verpasst oder was das war. So sieht's aus. Das war's dann von uns jetzt hier vom dritten Spiel. Wenn ihr die anderen Spiele sehen wollt oder zum Ende kommen wollt, um die Zusammenfassung zu sehen, habt ihr die Links da. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Bis dahin, auf Wiedersehen. Ciao. Bis denn.